Mangoldmangel, nehmen wir den mal mit. Das ist auch eine tolle Sache mit dem Mangoldmangler. Ja, wir nehmen ihn mal mit. Wir können ja eine Reihe Nachtschatten machen. Oder auch nicht. Ich mag ihn irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Also zumindest im Wilden Westen nicht. Eigentlich müsste ich hier zuerst was machen. Ich mache hier alles. Ich mache die untere Reihe mal komplett voll mit... Fußpilzen. So, da haben wir wieder einen Spezialdinger. Sehr schön. Wunderbar ist das. So, ja, der hier muss jetzt weg. Ich glaube, wir brauchen die Pusterpilze nicht mehr. Ich mach mal das hier. Ach mal, wir sind ja gar nicht mehr beschleunigt. Kommt ihr nicht durch? Keine Chance. Irgendwo wird gefressen. Da wird gefressen. Wurde sogar aufgefressen. Da ist jetzt verstärkt. Also die hier schießen gar nicht mehr, sondern diese... Aber das, eigentlich finde ich das toll. Der rote Stachler. Hypnopilz. Oh, den nehmen wir mal mit, falls wir Probleme kriegen. Mit irgendwie. Statt dem Eisbergsalat zum Beispiel können wir den mitnehmen. Oder statt dem Mangoldmangler.
Ja, was hatte ich denn sonst noch die ganze Zeit dabei? Ach, der Nachtschatten, glaube ich. Aber eigentlich hätte ich auch den Mangoldmangler statt dem Nachtschatten mitnehmen können. Naja. Aber ich hoffe, ich krieg die Schattenerbsenkanone mal. Das wäre schön. Level 11 sind wir schon. Okay, vielleicht machen wir eine Reihe von den Erbsenkanonen. So, roter Stachler, dann kommst du dorthin. Nein! Das hier wird mir das gerade irgendwie ein bisschen gefährlich. So, jetzt kommst du weg und dafür du her. So. So. Nein, 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 nein. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen zu heftig. Aber wir haben es geschafft. Ha! Nächstes Level. Die Zaubermünze. So. Sonst noch etwas? Ach, die Knallerbsen noch, genau. Wobei wir die jetzt nicht bräuchten, weil dieser eine Zombie da nicht dabei ist. So, ich platziere die jetzt hierher. Oder doch daher? Das wäre sinnlos. Nein, ich platziere sie hierher. Okay. So, sehr schön. Oh Mann.
den noch aufheben oder nicht? Nein! Wurde was gefressen? Verdammt! Diese gottverdammten Hühner! Oh Mann, nicht schon wieder! Nein! Nein! Diese gottverdammten Hühner und dann noch in sein blödes Level. Einmal versuche ich es noch. Warum habe ich keine Schattenlebsen-Kanone bekommen? Mann! Ach, diese gottverdammten Hühner, die machen mich total fertig. Ich habe keine Pflanze bekommen, außer dem Stinkepilz. Die irgendwie was gegen die Hühner, effektiv gegen die Hühner hätte machen können. Ich brauche die Knallerbse. Und ich brauche die. Ich brauche irgendwas gegen. Was einen Flächenangriff macht. Schattenerbsenkanone oder irgendwie sowas. Ach, Mist. Der wilde Westen ist echt heftig. Und das nur wegen diesen scheiß Hühnern. Und geschafft. Nächstes Level. Duplinata oder ein Entnuss? Wir nehmen die Unendnuss mit. Angriffspflanzen kriegen wir viele und auch welche, die mir besser gefallen als der Duplinator, aber Walnüsse oder so, da gibt es nicht viele. Also da ist die Chance reduziert, dass wir da mal was Tolles kriegen. Außerdem hat er diese schöne Regenerations- Effekt, diesen schönen Regenerationseffekt. Und eine geringere Abklingzeit auch noch. Und sein Spezialdünger gefällt mir besser.
ist ein Spezialdünger-Effekt. Hab ich das gesehen? Er war schon fast aufgefressen. Jetzt geht's ihm wieder besser. Mist. Zu spät gesetzt. Hier auch. So. Der ist gleich wieder soweit. Da ist er wieder. Seht ihr, und der ist fast hinüber, aber er regeneriert sich. Seht ihr, jetzt geht es ihm schon besser. Super. Irgendwas gegen diese blöden Hühner wäre jetzt toll. Ja, shut up, Penny. Mist, da kommen sie schon. Und wir haben nicht wirklich irgendwas, was dagegen hilft. Naja. Okay, so wollte ich das jetzt eigentlich nicht, aber egal. Mist. So. Gut, wir haben überall eine Verteidigung jetzt. Machen wir das den hier auch noch, dann haben wir das auch. Und es kommen noch keine Hühner. Sehr gut. Das ist sehr gut. Machen wir den in die Mitte. Jetzt kommt bestimmt der Hühnerzombie. Yep. Und es war nur einer, glücklicherweise. Toll. Geschafft. Ja, Stachelstein. Etwas gegen Hühnerzombies. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil sogar. So, die drei sollten reichen. Ich mache jetzt erst überall Erbsenkanonen und dann platziere ich da überall Stachelsteine. Ich hau hier so weg.
So. Stein, Stachelstein. Mist. Nicht gut. Nein, 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 nein. Oh Mist. Gar nicht gut. Ich sollte mich nicht auf der Spezialdinge verlassen, sondern auch gleich die Unendnisse platzieren.